Hallo zusammen und herzlich willkommen. Falls ihr ein Video über den Gimbal iSteady M6 der Firma Hohem sehen wolltet, doch ihr seid hier richtig. Aber ich bin offenbar nicht zu Hause. Ich bin im Urlaub. In Werdum genauer gesagt. Ein kleiner Ort, in dem man ganz wunderbar Urlaub machen kann, wenn man eine Familie mit einem kleinen Kind hat. Denn hier gibt es mitten im Ort einen Haustierpark. Einen kleinen Tierpark, der alte Haustierrassen beherbergt. Hinter mir zum Beispiel, da seht ihr den Poitou-Esel. Ich habe mich entschlossen, dieses Video teilweise hier draußen zu filmen, denn wenn man nicht gerade YouTube-Videos dreht und eine Kellerwerkstatt hat, dann benutzt man so ein Gimbal ja auch eher im Urlaub, wenn man draußen ist, wenn man was zeigen will, wenn man Urlaubsvideos machen will, und daher passt das doch ganz gut, fand ich. Aber bevor wir hier draußen filmen, gehen wir doch nochmal rein in die Ferienwohnung, denn da will ich euch ein bisschen was rund um den Aufbau des Gimbals zeigen, und das machen wir besser in Ruhe auf einem Tisch. Das ist der Gimbal, um den es geht, der iSteady M6 der Firma Hohem, genauer gesagt das Kit. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was ein Gimbal eigentlich ist. Nicht, dass ich euch für doof halte, aber ich zumindest dachte bis vor einem halben Jahr, das sei nur ein kleines Stativ, um die Kamera, in dem Fall das Smartphone, angenehmer halten und führen zu können. Tatsächlich ist ein Gimbal auch das, ein kleines Stativ, aber er ist viel mehr. Ein Gimbal besitzt Elektromotoren und ist in der Lage, die oft wackeligen Handbewegungen des Filmenden auszugleichen, sodass hier deutlich ruhigere Kamerafahrten entstehen, als das ohne Gimbal möglich wäre. Und manche Gimbals, wie dieser hier, sind darüber hinaus in der Lage, eine Person im Bild zu verfolgen. Ganz alleine, ohne dass jemand hinter der Kamera stehen müsste. Und das geschieht mittels künstlicher Intelligenz, aber dazu später mehr. Aber zuerst zur Vorbereitung. Nehmt den Gimbal aus seiner Box und befestigt erstmal den Tripod. Das ist nicht zwingend nötig, aber so kann man den Gimbal insbesondere bei erster Nutzung für die Einrichtung einfach aufstellen. Außerdem ist das später eine gute Griffverlängerung. Man kann den Gimbal aber auch auf jedes andere Stativ aufschrauben. Nun entsperrt diese Arretierung. Einfach drehen. Dann spannt man sein Smartphone da ein. Man spannt das Smartphone in diese Klemme und drückt es auch rechts an die Gummierung. So hat das den besten Halt. Damit die Motoren möglichst wenig Arbeit haben und wenig Energie verbrauchen, muss das Ganze ausbalanciert werden. Löst dazu diese Arretierung und schiebt das Ganze so, dass es zu keiner Seite kippen will. Dann den Hebel wieder umlegen, gegebenenfalls nachjustieren, fertig. Jetzt kann man den Gimbal einschalten. 3 Sekunden auf den seitlichen Einschaltknopf drücken, bis das Logo sich aufgebaut hat. Der Gimbal wird sich dabei waagerecht ausrichten. Sicherheitshalber kann man das Ganze auch kalibrieren, indem man 5-mal auf die M-Taste drückt. M steht für Modus. Falls das immer noch nicht waagerecht ist, kann es daran liegen, dass euer Smartphone schlichtweg schief eingespannt ist. Also testet das zuerst. Solltet ihr mal eben kurz was senkrecht filmen wollen, könnt ihr den Gimbal nun einfach seitlich kippen. Dann richtet sich das Smartphone senkrecht aus und ihr könnt filmen, während ihr den Gimbal wie eine Taschenlampe vor euch haltet. Allerdings ist dieser Modus nicht sehr komfortabel und erlaubt auch nur seitliche Bewegungen, kein Auf und Ab. Will man also mit allen Features senkrecht filmen, so muss man dieses Gelenk ziehen, drehen, einrasten lassen, wohlbemerkt bei ausgeschaltetem Gimbal. Also entscheidet euch vor Start des Gimbals, ob ihr waagerecht oder senkrecht filmen wollt. Der Taschenlampenmodus ist wirklich nur für mal eben kurz. Da man in der Regel immer dasselbe Gerät nutzt, ist das Ausbalancieren auch nur beim ersten Mal nötig. Der Gimbal ist also ruckzuck einsatzbereit. Ein Feature schon an dieser Stelle. Für die meisten Aufnahmen ist dieses Setting hier ausreichend. Im Weitwinkelmodus oder auch wenn man mal kurz nach oben filmt, kann es passieren, dass das Gelenk des Gimbals vor die Kamera kommt. Um das zu verhindern, kann man 4-mal hier vorne auf den sogenannten Auslöser drücken und schwupps schwenkt der Gimbal sich so um, dass sich das Gelenk hinter der Kamera befindet. Warum ist das nicht immer so, also Standard?
weil man nun den Smartphone-Bildschirm nicht mehr komplett sieht. Für mich ist der Modus aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Ich möchte am USB-C-Anschluss meinen Mikrofonempfänger anschließen. Im Übrigen kann man auch ein mitgeliefertes Kabel am Smartphone und hier anschließen, denn der Gimbal ist zugleich eine Powerbank. Das ist sehr cool. Jedenfalls muss das Smartphone dazu sehr weit weg nach links geschoben werden. Das kann man zwar noch gerade so ausbalancieren, aber es wird dann sehr weit an der Seite gehalten. Lieber wäre es mir, es nun komplett umzudrehen, dann aber ist der Gimbalarm schon bei normalen Aufnahmen im Weg, nicht aber, wenn man viermal auf den Auslöser gedrückt hat. Ich kann also überlegen, wie herum ich es einspannen möchte. Die Optionen sind vorhanden. Mein erster Eindruck? Der Gimbal liegt schwer in der Hand. Nicht zu schwer, um ihn am ausgestreckten Arm nicht längere Zeit führen zu können, aber doch schwer genug, um Wertigkeit zu vermitteln und ruhige Kamerafahrten zu versprechen. Auch diese roten Metallakzente gefallen mir. Das ist Kunststoff, klar. Aber trotzdem, die Optik spielte ja auch eine Rolle. Insgesamt würde ich sagen, macht der Gimbal schon beim ersten Einschalten einen guten Eindruck. Und wie er sich verhält, das sehen wir dann später. Ja, ich habe meine Seele verkauft und mir dieses Gerät von Hohem sponsern lassen. Normalerweise ist Berndwerk ein Heimwerkerkanal, aber ab und zu, da geht's halt auch mal um meine Arbeit hinter der Kamera. Ganz ehrlich, ich wäre blöd, wenn ich das hier nicht annehmen würde. Das ist ein Gerät, das kostet um die 230 Euro derzeit als Kit, wohlbemerkt, zusammen hier mit diesem AI-Sensor, zu dem wir später noch kommen werden. Das Gerät an sich etwas weniger als 200. Ist meine Meinung denn objektiv, wenn ich dieses Gerät hier gesponsert bekommen habe? Schwer zu beweisen. Aber einige von euch kennen mich schon länger und ich hoffe, ihr glaubt mir, wenn ich sage, dass es zwar eine Absprache mit der Firma Hohem gab, dass ich hier ein Video über diesen Gimbal mache, aber die genauen Inhalte in keiner Weise vorgegeben waren. Ein anderes Gimbal-Video zum iSteady XI, ebenfalls der Firma Hohem, kam ja erst vor ein paar Monaten bei mir hier auf diesem Kanal heraus. Da darf man sich durchaus fragen, warum denn jetzt schon wieder eins? Die Genese war die folgende. Ich hatte damals so eine Art Gewinnspiel veranstaltet, wo man diesen iSteady XI, um den es damals ging, ja bei mir bekommen konnte. Es haben wenige Leute mitgemacht. Einer war mein YouTuber-Kollege Alex Geis, der ebenfalls damals so um die 8000 Abonnenten hatte. Und ich sagte ihm, Alex, ich glaube, die sponsern dir auch einen Gimbal, wenn du direkt bei denen anfragst. Also habe ich da mal vermittelt und Hohem hat dem tatsächlich einen Gimbal gegeben, aber nicht den iSteady XI, sondern dieses Modell, den iSteady M6, der natürlich allein schon preislich mehr als das Doppelte wert ist. Und da haben die sich mein Video nochmal angeschaut, das hat denen offenbar gefallen und gemeint, Bernd, willst du denn auch den M6 haben? Da habe ich nicht lange gezögert und gesagt, ja, bitte. Und ja, hier sind wir also. Und was ist eigentlich aus meinem iSteady XI geworden? Den habe ich privat verschenkt. Denn ganz ehrlich, jetzt mit dem M6, da brauche ich das andere Gerät nicht mehr. Das war auch schon gut, aber ich glaube, der hier ist um einige Nummern besser. Übrigens, falls euch hier über meine Umgebung wundert, das ist natürlich die Ferienwohnung, in der ich mich jetzt befinde. Schaut man sich das Gerät genauer an, erkennt man eine ganze Menge an Knöpfen, Schaltern, Drehhebeln, einen Joystick sowie dieses multifunktionale Drehrad. Multifunktional sind auch einige Knöpfe, diese M-Taste beispielsweise oder dieser Auslöseschalter hier auf der Rückseite. Multifunktional bedeutet, dass je nach Kontext diese Knöpfe, Schalter und Drehräder verschiedene Funktionen haben. Sie sind also mehrfach belegt. Wenn dann auch noch die Hohem Joy-App benutzt wird, die bei Bedarf die systemeigene Kamera-App ersetzt, werden die Möglichkeiten schier erschlagend vielfältig. Ich hatte darüber nachgedacht, euch all diese Funktionen in diesem Video aufzuzählen und zu demonstrieren. Aber nachdem ich selbst ein, zwei Videos gesehen habe, wo das versucht wurde und mit Informationen einfach zum einen nur rein, zum anderen rausgingen, weil das so viel, so komplex, so erschlagend war und wenn man den Gimbal nicht direkt vor sich hat und damit selbst herumprobiert, auch einfach zu abstrakt, habe ich davon Abstand genommen. Aus didaktischen Gründen gewissermaßen, ja, da kommt der Lehrer raus. Ich habe mich also dazu entschieden, euch die wesentlichen Funktionen aufzuzeigen und zu den wesentlichen Funktionen gehören für mich die Aufnahmemodi
und natürlich der AI Vision Sensor, der hier in diesem Kit mitgeliefert wird, sowie ein paar andere Dinge, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, doch ein bisschen was muss auch ich zur Bedienung sagen, da kommen wir gar nicht drum herum. Aber wir werden im Wesentlichen bei Aufnahmebeispielen bleiben. Ein paar davon hatte ich euch ja schon am Anfang dieses Videos gezeigt, einfach um euch da so ein bisschen anzufixen, was möglich ist. Und im Detail werden wir gleich darauf eingehen. Ein guter Gimbal ist natürlich nicht alles. Es hängt wesentlich von der Kamera ab, die ihr benutzt, und eurem eigenen Können, ob ihr gute Bilder bekommt oder eben nicht. Benutzt ihr einen sehr guten Gimbal, aber ein sehr veraltetes Smartphone, dann sind eure Ergebnisse vermutlich bescheiden. Benutzt ihr hingegen einen einfachen Gimbal mit einer High-End-Kamera, dann kann da schon eher was draus werden. Ich denke mal, die Kombination aus gutem Gimbal und guter Kamera sind entscheidend. Eine High-End-Kamera benutze ich nicht. Ich benutze inzwischen ein Smartphone. Ich habe mir jetzt hier gerade das neue iPhone 15 Pro Max gegönnt. Das hat eine sehr gute Kamera mit fünffach optischem Zoom und auch auf Software-Ebene überzeugt es mich zum Beispiel durch den Action-Modus. Und ich hoffe mal, dass da in Kombination mit dem Gimbal doch interessante Ergebnisse möglich sein werden. Übrigens, solltet ihr euch wundern über die verschiedenen Kameraqualitäten innerhalb dieses Videos, das liegt einfach daran, dass ich tatsächlich verschiedene Kameras benutze. Wenn möglich, filme ich mit dem Smartphone, aber ich kann ja schlecht das Smartphone filmen, jetzt in diesem Moment zum Beispiel, wenn ich das Smartphone hier in der Hand halte. Logisch. Deshalb benutze ich zum Teil das Smartphone meiner Frau, wenn ich rausgehe in den Park. Hier drinnen benutze ich teilweise mein iPad, mal die Rückkamera, jetzt in diesem Moment gerade die Frontkamera. Da ist die Qualität vermutlich eher bescheiden. Kommen wir wieder zum Gimbal und lasst uns dazu jetzt mal in den Haustierpark gehen. Ich werde zwei Kameras mitnehmen. Einmal mein iPhone auf dem Gimbal, das ist die Kombination, mit der ich jetzt auch gerade filme, und das Smartphone meiner Frau, mit dem ich versuche, das Ganze dann gleichzeitig zu filmen, wie der Gimbal arbeitet. Nicht ganz einfach, aber das werde ich irgendwie schon hinbekommen. Die klassische Funktion eines Gimbals ist ja die, die Bewegung des Filmenden auszugleichen. Und da gibt es hier vier Hauptmodi plus ein paar Zusatzfeatures und Varianten. Und die möchte ich euch jetzt erstmal gerne vorstellen. Da wäre zunächst der Folgemodus Schwenken, im Englischen Pan Follow, kurz PF. Ihr habt es eben schon kurz bei dem Hochkantmodus gesehen, aber hier nochmal ausdrücklich, was einen Gimbal von einem Handstativ abhebt. Der Gimbal gleicht meine Bewegungen aus. Das Bild bleibt immer auf den Horizont gerichtet, zumindest in diesem Modus. Ich kann mich durchaus drehen und der Gimbal dreht mit. Zwar mit einer leichten Verzögerung, dennoch hier glättet er meine ruckelige Drehbewegung zu einer eleganten, gleichmäßigen Drehung, aber er dreht mit. So kann ich mich komplett umschauen, während die Kamera immer waagerecht bleibt. Kippe ich den Gimbal jedoch nach links und rechts, gleichen die Motoren das so präzise und in Echtzeit aus, dass man im Bild davon nichts mitbekommt, im Ton übrigens auch nicht, das ist absolut lautlos. Ich muss mir also keine Gedanken machen, ob ich den Griff des Gimbals wirklich senkrecht halte, ich muss nicht mal hinschauen und kann sicher sein, dass das Bild gerade wird. Auch kann ich den Gimbal anheben oder absenken und dabei den Winkel des Griffs nach vorne oder hinten neigen. Das Bild bleibt stets waagerecht auf den Horizont gerichtet. Damit kann man beispielsweise Kamerafahrten von oben nach unten machen oder umgekehrt, ohne versehentlich zu Boden oder zum Himmel zu filmen. Während dieses Anhebens oder Absenkens kann man sich sogar gleichzeitig drehen, also eine Schraube vollführen. Was aber, wenn man nun doch nach oben oder unten filmen möchte? Die Kamera soll nach wie vor stets waagerecht bleiben. Dazu gibt es den Folgemodus Schwenken und Neigen, im Englischen Pan and Tilt Follow, kurz PTF. Wiederum kann man sich drehen, wiederum ist es egal, wenn man den Gimbal seitlich neigt, das wird ausgeglichen, aber nach oben und unten geht die Kamera dieses Mal mit. Auch wieder mit Verzögerung, um die Bewegung zu glätten, versteht sich. Vielleicht befindet man sich in einem Gebäude und möchte die Decken und Böden filmen. Oder man möchte eine Landschaftsaufnahme im Gebirge machen, einen Berg hinauffilmen, dann hinab in ein Tal.
Oder man will den Gimbal einfach um ein Objekt herum bewegen, aber mit stets waagerechter Kamera. Dazu ist der Pan- and Tilt-Follow-Modus geeignet. Im dritten Modus sind alle Drehachsen des Gimbals gesperrt. Der Modus heißt daher L, was für Locked bzw. Full Locked, zu Deutsch gesperrt, steht. Es sei erwähnt, dass Locked, also gesperrt, womöglich genau das Gegenteil dessen bedeutet, was man zunächst denkt. Ich dachte anfangs, die Achsen müssten nun starr in einer fixen Position eingerastet sein, so dass der Gimbal einfach gar nichts mehr auszugleichen hat und wie ein unbewegliches Handstativ fungiert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mit gesperrt ist gemeint, dass der Gimbal auf den Punkt ausgerichtet bleibt, auf den die Kamera gerade schaut. Die Perspektive ist gesperrt, nicht die Motoren. Die haben in diesem Modus sogar so viel zu tun wie in keinem anderen Modus, denn jede Bewegung des Filmenden wird ausgeglichen. Wie im Pan-Follow-Modus kann ich den Gimbal seitlich kippen oder nach vorne und hinten neigen, aber zusätzlich sogar drehen. Die Kamera schaut stets fix in eine Richtung. Damit kann ich einen Weg entlang laufen, nach rechts und links ausweichen, mich sogar um die eigene Achse drehen, sodass ich ins Bild komme, mich rauf und runter bewegen. Die Kamera schaut stets starr in eine Richtung. Will man die Richtung der Kamera anpassen, kann man jetzt den Joystick nutzen. Der reagiert übrigens sehr sanft, aber auch sensibel, sodass auch während des Filmens eine Anpassung möglich ist. Man kann damit also auch gleichmäßige Kameraschwenks machen, zumindest wenn man steht. Im Laufen ist das zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, weil der Joystick eben so sensibel ist. In Kombination mit dem fünffach optischen Zoom meines Smartphones und dem sogenannten Action-Modus will ich mal was ausprobieren. Der Action-Modus, das ist ein Stück Software und der verspricht, auch verwackelte Aufnahmen stark zu glätten. Ich kann also theoretisch durch die Gegend laufen, mich selbst bewegen, die Kamera auf ein Ziel ausgerichtet lassen und es entsteht eine sehr glatte Aufnahme. Ich habe das auch schon ausprobiert, das funktioniert an sich, aber jetzt will ich mal testen, wie das auch ohne Gimbal im Vergleich zu mit Gimbal funktioniert. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahme freihand, also ohne Gimbal und auch ohne Action-Modus, aber mit fünffach optischem Zoom. Eine gewisse Bildstabilisation ist sicher auch hier im Spiel, sonst gelänge mir vermutlich nicht mal diese Aufnahme hier. Aber im Vergleich zu dem, was ihr gleich sehen werdet, dürfte das hier trotzdem noch recht verwackelt wirken. Jetzt immer noch ohne Gimbal, aber mit Action-Modus. 4K bei 60 FPS sind da übrigens nicht möglich, das sind 2,8K. Das ist auch nicht dieselbe Aufnahme wie eben, aber die Menge an Wacklern, was meine Freihandarbeit angeht, ist natürlich vergleichbar. Durch die Software wird das Ganze aber geglättet und ihr seht schon, was dabei herauskommt. Das ist deutlich weniger Wackelei als zuvor, aber damit das möglich ist, ist das Bild natürlich deutlich beschnitten. Jetzt ein Versuch, den ich bislang noch nicht gemacht hatte, Premiere sozusagen. Ich nutze den Gimbal im Locked-Modus, dazu den Action-Modus meines iPhones. In der Theorie sollte das ein unglaublich ruhiges Bild ergeben, denn der Gimbal schaut ja jetzt Richtung Horizont, und zwar die ganze Zeit, egal was ich mit dem Gimbal mache. Und der Action-Modus sorgt dann nochmal dafür, dass meine Wackler rauf, runter ausgeglichen werden. Der Effekt ist allerdings eine parallele Kamerafahrt, denn die Kamera dreht sich ja nicht mit. Ich kann also nicht diesen Baumstamm hier im Fokus behalten, weshalb der irgendwann ins Bild kommt und auch wieder aus dem Bild heraus verschwindet. Möchte ich den Gimbal benutzen, aber meine Kamera mitdrehen, sodass ich diesen Baumstamm im Fokus behalte, dann muss ich meinen Gimbal zusammen mit dem PF-Modus benutzen, dem Pan-Follow, den ich ja vorhin vorgestellt hatte. Eine Sache hatte ich dann doch noch ausprobiert, und zwar hier mit dieser Holzbank. Ich will vorgreifen, der Gimbal kann zusammen mit der Hohem Joy App so etwas wie Objekterkennung. Er sollte also einem Objekt im Bild folgen können, aber naja, ihr seht das Ergebnis. Ja, man muss ehrlich sagen, das hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Ich habe es nochmal per Objekterkennung versucht, aber diese Bank auf die Entfernung hat er einfach nicht als Objekt erkannt und hat einmal versucht, auf irgendwelche Holzwände heranzuzoomen. Naja. So, für den letzten Modus wechseln wir nochmal die Location. Hier in Werdum, nur 100 Meter vom Tierpark entfernt, da gibt es nämlich auch eine schöne Windmühle und da werde ich euch den POV-Modus präsentieren.
Der vierte Modus im Bunde ist die Ego-Perspektive, englisch Point of View, kurz POV oder POV. Die ist das genaue Gegenteil des Locked-Modus. Hier kommen wir einem festen Handstativ am nächsten, wobei die Bewegungen natürlich mit einer schönen Nachführung geglättet werden. Aber die Kamera folgt hier jeder meiner Bewegungen. Hatten wir schon mal? Nicht ganz, denn im Unterschied zum Pan-and-Tilt-Follow-Modus bleibt die Kamera hier nicht waagerecht. Ich kann das Bild kippen. Je nachdem, was man vorhat, ist das ja durchaus erwünscht. Ich persönlich mag diesen Modus sehr, bin es aber auch gewohnt, mich mit einem statischen Handstativ so zu bewegen, wie die Kamera geführt werden soll. Übrigens kann man jederzeit während des Filmens in den Locked-Modus zurückkehren, indem man den Auslöser vorne am Gimbal zweimal drückt und beim zweiten Mal gedrückt hält. Für die Dauer des Haltens ist alles gesperrt, die Kamera also auf den Punkt fixiert, auf den sie zuletzt schaute, und wenn man dann wieder loslässt, ist man wieder in dem Modus, in dem man vorher war, sei es PF, PTF oder POV. Es gehört zwar nicht zur Vorstellung des Gimbals, aber wo wir schon mal hier sind, lasst uns doch die Mühle einmal genauer betrachten. Lasst uns nach oben gehen, zumal der Müller gerade da ist und die Mühle in Betrieb nimmt. So eine Mühlenvorführung findet einmal am Tag statt. Dass ich genau jetzt da bin, ist allerdings ein absoluter Zufall. Es ist übrigens leider schnell passiert, dass man, statt loszulassen, ein drittes Mal drückt und dann dreht sich die Kamera um 180 Grad. Ist natürlich auch ein Feature. Aber wie gesagt, an die Mehrfachbelegungen der Tasten muss man sich erst gewöhnen. Wer weiß noch, was passiert, wenn man den Auslöser viermal drückt? Genau, dann dreht sich der Arm nach hinten vor dem Bildschirm und gibt den Platz vorne für Weitwinkelaufnahmen frei. Aber nicht nur da interessant, ich wette, der Arm war schon das ein oder andere Mal hier im Bild, auch ohne Weitwinkel. Da braucht man nur nach oben zu filmen, schwupps, sieht man den Arm, kommt aber ganz aufs Smartphone und dessen Kameras an. Müssen wir natürlich irgendwie retten, ist ja klar. Sollte einem die Nachführgeschwindigkeit des Gimbals zu langsam sein, weil man schnellen Objekten hinterherfilmen möchte, dann kann man den Auslöser auch schon nach einmaligem Drücken gedrückt halten und befindet sich für die Dauer des Drückens im sogenannten Sportmodus S. Das ist, genau genommen, kein eigener Modus, sondern nur eine Variante der anderen Hauptmodi PF, PTF und POV mit, wie gesagt, schnellerer Nachführung, aber eben auch dadurch einem etwas wackeligeren Bild.
Und wem das immer noch zu langsam ist, na, der nehme das Smartphone einfach ganz altmodisch in die Hände. Den Begriff Auslöser habe ich mir übrigens nicht ausgedacht, der steht so in der deutschsprachigen Anleitung. Aber der Begriff mag zugegebenermaßen verwirren, denn damit macht man weder ein Foto, noch startet man die Videoaufnahme. Das geht hier mit der fast namensgleichen Auslöser-Taste. Einen weiteren leicht versteckten Modus gibt es noch, das ist der Inception-Modus, ICP, also ICP. Möglicherweise nach dem Film Inception benannt, in dem es eine Szene gibt, in der die gesamte Kulisse um die eigene Achse dreht und die Kamera mit, damit es so aussieht, als würde man die ganze Zeit mit einer statischen Kamera filmen. Sei es drum, das ist sowieso nur eine Vermutung. Jedenfalls drückt man die M-Taste, diese Modustaste, dreimal und das Smartphone fängt an, sich beliebig lange um die eigene Achse zu drehen. Drehrichtung und Geschwindigkeit sind vorgegeben, aber zumindest die Drehgeschwindigkeit kann man in der Hohem Joy App erhöhen. Im Inception-Modus kann man den Gimbal wieder wie eine Taschenlampe vor sich halten und schöne Effekte erzielen, zumal der Gimbal sich beliebig lange um diese Achse drehen kann. Ja, wirklich, da gibt es keine Sperre, übrigens im Unterschied zum iSteady XI, den ich ja schon mal vorgestellt hatte, und sicher auch vielen anderen Gimbals. Das war's im Wesentlichen. Das waren die wesentlichen Modi, die ich euch zeigen wollte. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Wir haben beispielsweise hier unten dieses Multifunktionsrad und daneben auch diese AB-Tasten. Damit kann man beispielsweise dieses Fülllicht, so heißt die Lampe, die hier oben eingebaut ist, regulieren, sowohl in Helligkeit als auch in Farbtemperatur. Mit der Hohem Joy App kann man mit demselben Rad aber auch an dem Fokus der Aufnahme herum spielen. Dann haben wir hier vorne in Rot diesen kleinen Hebel. Damit kann man, oh, hätte es gedacht, zoomen, denn er heißt Zoom-Hebel, aber auch das nur in Kombination mit der App. Doch, wie gesagt, es würde einfach zu weit führen, euch all diese Tasten zu zeigen und alle Funktionen, welche die App zusätzlich liefert. Stattdessen möchte ich euch noch ein Tool vorstellen, das im Grunde das Herzstück dieses Gimbals bildet und deshalb kann ich auch nicht empfehlen, den ohne dieses Kit zu kaufen. Es geht um den sogenannten AI Vision Sensor. Was das genau ist, das werde ich euch gleich zeigen. Und falls sich jemand über die Bewölkung hinter mir wundert, es ist nicht mehr der gleiche Tag wie an den anderen Aufnahmen. Es ist ein Tag später, deutlich kälter, deutlich wolkiger und deutlich windiger. Ich bin mal gespannt, wie der Ton hier ist, denn ich teste hier auch mein Mikrofon zum ersten Mal aus. Das ist er also, der AI Vision Sensor. Der hat hier vorne eine kleine Kamera eingebaut, die ist aber nicht zum Filmen da, sondern damit kann er mich erkennen. Man kann ihn einfach hier oben dran klipsen, der ist magnetisch, entweder mit Blickrichtung nach hinten oder auch zu mir nach vorne, ganz wie man es braucht. Wenn man jetzt mit Daumen und Zeigefinger diese OK-Geste macht, dann erkennt der Sensor das und genau hinter dieser Gestenerkennung steckt die künstliche Intelligenz. Und der Gimbal wird mir mit der Kamera auf Schritt und Tritt folgen. Verschwindet man hinter einem Baum oder einem anderen Objekt, kann es natürlich sein, dass er die Sichtverbindung verliert. Aber hier gleich die zweite Härteprüfung, ein Pfahl. Und dieses Mal hat er bestanden, nur der Baum ist offenbar zu breit aus seinem Blickwinkel. Macht man mit der flachen Hand eine Stopp-Geste, endet die Verfolgung, das Tracking, und man kann sich wieder vor der Kamera bewegen, ohne verfolgt zu werden. Formt man mit beiden Daumen und Zeigefingern jeweils ein L, entsteht so eine Rahmengeste. Damit kann man sich im Bild bei der Verfolgung neu positionieren, wenn man nicht standardmäßig in der Bildmitte sein möchte. Einfach bei eingeschalteter Verfolgung die Rahmengeste machen, neu positionieren und erneut die Rahmengeste machen. Na, da hat er jetzt die Verbindung verloren. Also ich war wahrscheinlich teilweise einfach zu weit weg. Muss man ehrlich sagen, ist auch schwierig. Ihr habt gesehen, als ich hinter den Objekten verschwunden bin, dem Baum und diesem Pfahl, da war die Verbindung auch zum Teil weg. Aber nur kurz, er hat es teilweise wiedergefunden. Und die Gestenerkennung hier war manchmal ein bisschen schwierig, das hat er nicht direkt gefunden. Aber schlussendlich hat es im Großen und Ganzen dann doch geklappt. Das ist ja auch nicht so gedacht, dass man während des Filmens ständig die Position ändert, sondern dass man einfach die Kamera einstellt und dann ist es nicht tragisch, wenn das mal nicht am allerersten Mal funktioniert. So, achtet auf die Diode. Erkennt der Sensor die OK-Geste, wird die Diode grün. Erkennt er die Stopp-Geste, wird sie rot.
macht man bei eingeschaltetem Tracking die Rahmengeste, blinkt die Diode. Was das schwierig ist, ist diese Geste hier mit zwei Händen zu machen. Ich muss sowieso die Kamera erstmal einschalten, Entschuldigung, den AI-Sensor. So, jetzt mit einer Hand funktioniert es nicht. Man braucht dieses Rahmenteil mit zwei Händen. Mit dem Handy hier ist es ein bisschen schwierig. Mal schauen, ob es klappt. Ich glaube es eher nicht. Testen wir es einfach mal. Na, so. Nein, hat es wieder ausgeschaltet. Naja, das war meine Vorstellung des Gimbals iSteady M6 der Firma Hohem hier aus dem Haustierpark in Werdum. Vielen Dank an Hohem fürs Sponsoring dieses Gimbals. Mir gefällt das Teil sehr gut. Es ist vielleicht nicht Profiliga, aber doch im Amateurbereich schon einer der besseren Gimbals. Also, wenn ihr Interesse habt, einen guten Gimbal zu kaufen, kann ich euch diesen hier im Kit zusammen mit diesem AI Vision Sensor wirklich ans Herz legen. Der XI, den ich vorher hatte, der war ja schon gut, auch eine andere Preisklasse. Also, wenn ihr es etwas günstiger haben wollt, nehmt den. Aber der hier ist, wie gesagt, so im Amateurbereich sicherlich schon ein High-End-Gerät. Der Park an sich, auch sehr hübsch. Och, schau mal, die Esel, wie süß. Ich hoffe, ihr könnt sie gerade sehen. Ja, der Park ist auch sehr hübsch, also wenn ihr mal herkommt in die Gegend, dann kommt doch einfach mit euren Kindern mal vorbei. Es lohnt sich wirklich. Goldig. Den Gimbal, den verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, also schaut da auch mal rein, wenn ihr Interesse habt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.